Poésie, tentative d'attraper des papillons par-delà les abîmes. Dank der Kulturförderung Graubünden können wir mit unserem Duo Destea ein Projekt machen. Wir nennen es Wurzeln in Graubünden und es ist eine Auseinandersetzung mit meiner Herkunft. Konzentré que je garde pour que le plus urgent à dire puisse être dit. Geboren und aufgewachsen bin ich in Graubünden und obwohl ich immer gefunden habe, dass das sehr schöne Aspekte hat, hat es mich eigentlich immer weggezogen. Erfüllt habe ich mir dann den Traum auch mit dem Austauschjahr in der Dominikanischen Republik und jetzt mit meinem Leben in Bern. Ça nous a amené à cette question de c'est quoi les racines et c'est quoi le chez soi. Que ce soit peut-être des relations ou bien des rencontres ou quand même une relation à un endroit qui nous est cher ou bien un endroit où il se passe des choses qui nous sont chères, où il se passe des choses importantes. Alors moi j'ai grandi en Suisse, mais mes parents sont américains et j'ai grandi avec cette idée qu'au Grison tout le monde parlait romanche. Mais j'ai vite appris que ce n'était pas le cas, qu'il y avait aussi énormément de Suisses allemands. Wenn ich sonst in der Schweiz unterwegs bin, dann ist die erste Frage immer, ah, du kommst aus Graubünden, dann redest du romanisch. Und dann muss ich immer sagen, nein, leider reden nicht alle Leute in Graubünden romanisch. Und dank dem Projekt jetzt in Graubünden habe ich auch mit meiner Nonna geredet und sie hat mir dann erzählt, dass ihr Vater eigentlich noch romanisch geredet hat und aus dem Oberland gekommen ist. Und ich habe dann einfach festgestellt, ah, die Sprache ist irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Zwei von unseren neuen Liedern haben wir jetzt mit Poesie aus dem Engadin geschrieben. Und es ist darum jetzt sehr spannend, dass Zoe und ich uns mit dieser Sprache auseinandersetzen können und ganz viele Feinheiten von dieser Sprache entdecken dürfen. Bei dieser Suche sind wir dann in der Surselva gelandet und haben das Impact Lab entdeckt. Und uns hat der Ort von Anfang an sehr inspirierend dunkt. Zum einen wegen der ganzen Geschichte, die das Haus hat, und zum anderen aber auch, weil dort ganz viele verschiedene Sachen stattfinden, sei das von künstlerischen Projekten bis zu Start-ups, und dass da einfach ein Austausch stattfindet, wie man das sich auch ganz an anderen Orten wünschen würde. Der Löwenberg ist entstanden aus dem alten Schloss Löwenberg, wo eigentlich das erste Gebäude war in Schluein in der Vergangenheit. Stammt etwa aus dem 13. Jahrhundert, hat eine lange Geschichte gehabt, ist dann einmal abbrennt und aus dem Löwenberg, aus dem Stein vom Löwenberg Schloss, ist dann das Gebäude, das neue Löwenberg, entstanden, wo wir jetzt heute drin sind. Heute haben wir im Löwenberg verschiedene Sachen. Wir haben einerseits für junge Unternehmen Räume, die wir zur Verfügung stellen. Neben dem haben wir Künstler, die auch in dem Ökosystem die künstlerische Seiten und neue Ideen reinbringen sollten. Als weiteres haben wir ein Coworking Space. Und jetzt ist es natürlich schön, dass wir hier wieder Leben drin haben. Avec Andrina, on parle en espagnol ensemble. Et puis, c'est quelque chose qui surprend souvent les gens parce qu'on ne vient pas d'un pays hispanophone. Mais je trouve que c'est quelque chose de vraiment chouette et de beau avec Destea, c'est qu'on a créé un peu, on a développé aussi des racines ailleurs, surtout en Colombie, avec beaucoup de Colombiens et Colombiennes qu'on a rencontrés à Berne. Et puis ça, pour moi, c'est quelque chose aussi qui fait partie des racines. Donc ça fait pas
forcément partie de où je suis née ou de où je viens, mais de où est-ce que je suis allée et puis quelles sont les personnes en fait que j'ai rencontrées sur mon chemin. On a aussi la chanson Istanbul qui est une chanson avec un texte écrit par Çetin Çiçek qui vient du Kurdistan. Dans son texte qu'on a ensuite mis en musique, il parle d'Istanbul comme s'il parlait d'une personne, comme s'il parlait d'une relation. Et c'est vraiment beau à voir en fait cette relation qu'il a avec un endroit. Et puis c'est qu'est-ce que l'endroit veut dire pour lui et qu'est-ce que l'endroit l'inspire. Au final, le chez-soi, c'est quelque chose de très large et les racines, c'est quelque chose de très large aussi. Every night I smile.